Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, Array-Elemente zu erzeugen und zu initialisieren. Und die ist hier mal aufgeführt. Was kann man da machen? Man kann machen, hier schreibe ich mal erstmal hinten eine normale Variable i, die den Wert 3 bekommt. Und jetzt wird hier eine Array-Variable Vektor angelegt, vom Typ Integer, eindimensional. Und der wird hiermit letztendlich an Array zugeordnet. Diese Klammerung bewirkt Folgendes, dieser Ausdruck bewirkt Folgendes, dass ein Array erzeugt wird mit entsprechend vielen Elementen, die hier drin aufgeführt werden. Und diese Elemente werden implizit mit den angegebenen Werten initialisiert. Das heißt, wenn ich hier schreibe in Vektor gleich, dieser Ausdruck, passiert Folgendes. Es wird automatisch ein Array erzeugt mit 1, 2, 3, 4, 5 Elementen, Indizes 0 bis 4, und das Element am Index 0 bekommt den 0, hier wird die 1 reingeschrieben, hier die 4, hier können nicht nur Literale, sondern auch Ausdrücke stehen, hier enthält den Wert 3, also 3 mal 3, ergibt 9 und 16. Also es wird ein Array mit entsprechender Elementzahl erzeugt. Die Elemente werden initialisiert mit den hier angegebenen Werten, die die Ausdrücke liefern. Und das sind im Allgemeinen Literale, können aber beliebige Ausdrücke des entsprechenden Elementtyps sein. Das heißt, hier müssen jetzt Integer-Werte stehen, weil der Elementtyp ist jetzt Integer festgelegt.